ist es! Was? 20! Nice, dass du dabei bist. Viel zu schön, um's nicht zu teilen. Ohne dich wäre das nicht das Gleiche. Hallo Freunde, was geht ab? Wir sind hier gerade im Europapark und es steht ja nicht nur unser brandneues Album im September an. Das ist übrigens die Box dazu, kommt jetzt ein bisschen Werbung hier. Sondern, ein bisschen leiser hier hinten. Sondern, Freunde, die Fußball-WM steht an. Fußball! Falco, für wen bist du? Ich bin für Deutschland. Schland, ey, mal gucken. Also ich finde Italien ja auch nicht schlecht. Du bist so ein Idiot, du weißt, dass sie nicht dabei sind. Und es passt auch zum Thema, Leute. Wir machen nämlich heute einen Idiotentest auf der Achterbahn. Und zwar ein WM-Special. Roman, dafür bist du doch erstmal ein paar Kandidaten finden, wir suchen jetzt hier im Europapark mal ein paar Leute. Dann stellen wir dann ein paar spannende Fragen zur WM. Und vielleicht werden wir ja auch noch befragt. Mal schauen. Mal gucken, es wird auf jeden Fall eine spannende Sache. Los geht's, ne? Ja. Boah, ist das schön hier. Mir seid vorstellen, 30 Grad, Sonne, tolles Wetter. Ich werde gleich nass. Habt ihr Zeit? Mein Bruder und ich machen so ein WM-Quiz auf einer Achterbahn. Hat einer von euch Bock, da mitzumachen? Wartet, bist du PSG-Fan, oder? Nee, eigentlich Freiburg, aber die gab's im Angebot. Ich bin dabei. Du scheinst dich da so ein bisschen mit Fußball auszukennen? Ja, es geht. Darf erst ein Bild machen und dann. Bist du dann dabei? Ja, versprochen. Okay, vielleicht will ich davon sprechen. Hallo? Hallo! Hallo! Kennst du dich so ein bisschen mit Fußball aus? Doch, schon ein bisschen. Okay, ich werde jetzt gleich ein paar Fragen stellen, aber auf der Achterbahn. Oh Gott. Ich habe mein Bruder und ich, wir machen so ein kleines WM-Quiz. Hast du Bock, da mitzumachen? Ja. Auf der Achterbahn aber, ne? Okay. Dann, geht's los? Ja, let's go. Ole, 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 ole. Wo kommst du her? Freiburg, Werfte. Du kommst aus Freiburg? Ja, ey, wir sind im Oktober ja auf Tour. Ich lade euch ein. Stuttgart ist in der Nähe, da sind wir. Freunde, wenn ihr auch umkommen wollt, geht auf die lochis.de/Tour. Dann sehen wir uns auf Tour, hoffentlich. Dankeschön. Das ist eine Holzachterbahn, ne? Ja. Bei der Holzachterbahn, da wird man so richtig durchgeschüttelt. Magst du es, durchgeschüttelt zu werden? Ja. So. Also nicht noch da. Ja, ja. Boah, ihr rappelt sein Karton, Alter. Dieses Jahr die WM, die Fußball-WM. Hier, ja. Ach, hier, genau. In Russland. Russland. Wie viele Teams macht das bei der WM? Ich glaube 30, glaube ich. 21. Nehmen wir nicht ganz. Ja. Wie viele Teams macht mit? 20. 20. Boah, keine Ahnung. Auf jeden Fall können wir zwei Teams dabei. Wie viele Teams waren insgesamt mit? Acht. Wie viel? Acht Teams. Was sagst du dazu, dass du die Würf dann wirklich mit keinem Leben hast? Das ist doch scheiße. Okay, eine Frage. Oh, was ist denn dein Tipp? Deutschland gegen Italien dieses Mal? 3-2 für Deutschland. 3-2 für Deutschland? Ja. Glaubst du, Italien wird es weit schaffen in der WM? Ja. Was denkst du, wie wir Deutschland gegen Italien spielen? Die zerf***en die richtig. Also denkst du, Italien wird gewinnen? Nein, Mann. Auf keinen Fall. Deutschland raviert alles, Mann. Dein Tipp Deutschland gegen Italien? Boah, 2-1 Deutschland, glaube ich. Ja? Bayern München. Haben es ja tatsächlich geschafft, als erstes richtiges Team in die Qualifikation der WM zu kommen. Was ist deine Meinung dazu? Ja, was soll ich da sagen? Eier, wir brauchen Eier. Wieso brauchen wir Eier? Ja, gehen Sie jetzt weg. Dankeschön. So, Freunde, um euch zu beweisen, dass wir hier beiden die größten Idioten sind, haben wir uns etwas Verstärkung geholt, und zwar die liebe Jessica. Jessica! Denn jetzt werden wir ein bisschen auf die Probe gestellt. Jetzt gibt's quasi den Idiotentest 2.0, und zwar mit uns beiden. Jessica ist das offizielle Rollercoaster-Girl. Rollercoaster-Girl. Was ist die Rollercoaster-Girl? It's a girl who goes to rollercoasters in all of Europe. So, jetzt ist die Jessica unsere Quizmasterin. Jetzt haben wir uns mal ein paar Fragen gestellt, ja, genau. Jetzt müssen wir zeigen, dass wir ein bisschen was in der Birne haben. Dass wir keine Idioten sind, hoffentlich. Wie oft bist du schon Achterbahn gefahren in deinem Leben? Vier! Zwei, dreimal. Jetzt haben wir was ist? Ding, 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 ding!
Freiburg. Ja! DDDB? Ja! Was? Next one! Wer? Wie heißt die aktuelle Rollercoaster Girl? Ja, Jessie! Jessica! Jessica! Ja. Was ist beim Elefant klein und beim Flow groß? Der Russe! Wann und welche Stadt startet die? Hashtag What is Life Tour? Hamburg! Nepal! Also eigentlich Hamburg, aber wir sind da voll in Pal noch. Am 2. Oktober. Boah! Alter, was ist denn schwer, Fragen zu beantworten, wenn man fährt? Uiuiui. Boah, Roman, sind wir Idioten, ne? Ja, voll. An der Stelle erstmal vielen Dank an das Rollercoaster Girl, Jessica. Dankeschön. Und, nee, richtig. Ja, ja. Heiko, was hast du da in der Hand? Das ist die Premium-Box zu unserem neuen Album. Lass mal sehen. What is Life kommt im September. Die ist doch limitiert, ne? Und ganz exklusiv. Ich wollte gerade sagen, Freunde, also wenn ihr die haben wollt, geht auf dielochis.de/Album. Da könnt ihr euch die nämlich gönnen. Ja. Weil wenn die weg ist einmal, dann gibt's sie nie wieder. Das stimmt. You should really buy it. Really good. Also wenn selbst das Rollercoaster gehört, das sagt, dann hat das auf jeden Fall So, wir wollen mal von euch wissen, was ihr glaubt, wer die WM gewinnen wird. Am Sonntag ist das erste Spiel. Schreibt es hier in die Kommentare. Wir sind gespannt auf eure Tipps. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn wir sowas nochmal machen sollen. Vielleicht nochmal auf der Achterbahn. Vielen Dank auch an den Europapark in Rust. Ihr seid die Besten. Alle Links und alle Infos dazu nochmal in der Infobox. Und vergesst nicht, morgen am Samstag kommt auch ein neues Video. Neues Lochi vs. Lochi auf dem Lochi vs. Lochi Kanal. So, und jetzt gehen wir noch ein bisschen Achterbahn fahren, oder? Ja, lass gehen. Okay, let's go.